Hallöchen! In diesem Video möchte ich euch nochmal eine Boxbag zeigen, diesmal eine kleine Variante, die zum Beispiel als Federtasche genutzt werden könnte. Das hat den Grund, dass einige bei meinem letzten Video kommentiert hatten, dass sie es doof finden, dass die Nähte innen sichtbar sind. Ich selbst finde das auch doof und deshalb habe ich versucht herauszufinden, wie man es besser machen kann. Und das seht ihr nun in diesem Video. Viel Spaß! Damit euer Täschchen ca. 20 cm lang, 8 cm hoch und 8 cm breit wird, braucht ihr jeweils zwei Teile a 30 x 18 cm vom Außenstoff. In der gleichen Größe, also auch 30 x 18 cm, braucht ihr aufbügelbares Vlies. Und dann braucht ihr natürlich auch noch in derselben Größe den Innenstoff. Und da es sich bei dem Täschchen um ein Reißverschlusstäschchen handelt, braucht ihr natürlich auch einen Reißverschluss. Der sollte mindestens 22 cm lang sein. Ich habe hier einen Endlosreißverschluss genutzt. Als erstes bügelt ihr dann die beiden Außenstoffteile auf die klebrige Seite des Vlies und achtet dabei darauf, dass alle Kanten miteinander gut abschließen. Bügelt am besten mit der Baumwollstufe, wenn ihr einen Baumwollstoff nutzt, denn dann könnt ihr nichts falsch machen. Im nächsten Schritt bastelt ihr euch so ein kleines Quadrat, was 4x4 cm groß ist. Und das nutzt ihr dann dafür, um an allen Teilen, die ihr jetzt habt, jeweils alle vier Ecken auszuschneiden. Und zwar in dieser Größe eben 4x4 cm. Das legt ihr dann einfach auf den Stoff auf, zeichnet drumherum und schneidet die Ecke aus. Wenn ihr das an allen Außen- und Innenteilen gemacht habt, dann nehmt ihr euch ein Innenteil und ein Außenteil und legt jeweils die rechte Seite nach oben. Wenn das Muster eures Stoffes eine bestimmte Richtung hat, dann achtet bitte darauf, dass das richtig rumliegt. Dann nehmt ihr euch euren Reißverschluss und legt ihn mit den Zähnchen nach unten auf ein Außenteil, von dem die rechte Seite oben liegt, und legt dann ein Innenteil, wo jetzt die rechte Seite nach unten zeigen sollte, auf den Reißverschluss hinauf und achtet darauf, dass alle Kanten bündig abschließen. Steckt euch das Ganze dann mit Nadeln oder mit solchen Stoffklammern fest, setzt euer Reißverschlussfüßchen ein und näht mit einem Geradstich entlang dieser Kante. Wenn ihr wie ich einen Endlosreißverschluss oder einen zu langen Reißverschluss genutzt habt, dann müsst ihr die beiden Enden noch verriegeln. Dazu legt ihr einfach den normalen Nähfuß wieder ein und näht dann an beiden Enden des Reißverschlusses einfach mit einem großen Zickzackstich über die Zähnchen des Reißverschlusses hinüber. Macht das bitte nur, wenn ihr keinen Metallreißverschluss habt, denn sonst bricht euch die Nadel ab. Klappt nun die beiden zusammengenähten Stoffe um, sodass der Reißverschluss mit seinen Zähnchen zum Vorschein kommt. Legt dann beide Außenteile rechts auf rechts aufeinander, sodass die Reißverschlusskante mit einer langen Kante des noch nicht mit dem Reißverschluss vernähten Außenteils abschließt. Legt nun auch das zweite Innenteil mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite des anderen Innenteils und passt auf, dass alle Kanten gut miteinander abschließen. Jetzt steckt ihr alles wieder gut mit Nadeln oder mit Klammern fest und näht dann die beiden Teile auch an den Reißverschluss heran. Nutzt dazu wieder euer Reißverschlussfüßchen und näht mit einem Geradstich. Klappt nun die Teile auseinander, sodass der Reißverschluss in der Mitte liegt, und lasst das Ganze so liegen, dass ihr entweder beide Innenstoffe oder beide Außenstoffe oben liegen habt. Am besten bügelt ihr hier nun noch einmal mit einem Bügeleisen drüber, sodass die Kanten glatt sind. Näht nun von oben auf dem Stoff noch einmal knappkantig am Reißverschluss entlang. So bekommt ihr einen tollen Abschluss und der Stoff hält besser und zieht sich nicht beim Öffnen oder Schließen des Reißverschlusses in den Reißverschluss hinein. Das gleiche macht ihr dann auch auf der anderen Seite. Nun öffnet ihr den Reißverschluss und klappt die beiden Außenseiten und die beiden Innenseiten wieder rechts aufeinander. Nun näht ihr sowohl die beiden langen Kanten als auch die vier kurzen Kanten an der Seite jeweils zusammen und steckt euch das Ganze dazu mit Nadeln oder mit Klammern zunächst fest. Die lange Kante des Innenstoffs näht ihr noch nicht komplett zusammen, sondern lasst noch eine Wendeöffnung.
Für alle diese Nähte nutzt ihr am besten einen Geradstich. Wenn ihr damit fertig seid, sind nun immer noch eure Ecken offen. Dort näht ihr euch eine Ecke und zieht die beiden Enden auseinander, sodass die Nähte genau aufeinander treffen. Das Ganze zieht ihr dann glatt und so habt ihr eine gerade Kante, auf der ihr entlang nähen könnt. Und genau das tut ihr nun auch mit einem einfachen Geradstich. Auf diese Weise näht ihr nun alle vier äußeren Ecken zusammen, das heißt alle Ecken, die nicht direkt am Reißverschluss sind. Also die zwei inneren Ecken vom Innenstoff und die zwei Ecken am Außenstoff. Nachdem ihr das nun geschafft habt, nehmt ihr euch nun die verbliebenen vier Ecken vor und nehmt immer zwei Ecken, jeweils also eine vom Außen- und eine vom Innenstoff, zusammen und faltet die, so wie eben schon getan, auseinander. Legt diese beiden gefalteten Kanten nun aber direkt aufeinander und näht beide zusammen. Dies wäre nun auch eine gute Stelle, so eine kleine Lasche oder Schlaufe einzunähen, damit ihr das Täschchen später besser aufmachen könnt. Leider habe ich das vergessen, aber wenn ihr schlau seid, dann macht ihr das natürlich. Auch diese Nähte näht ihr wieder mit einem Geradstich. So sollte dann die eine Seite eures Täschchens aussehen und das Ganze wiederholt ihr dann natürlich auf der anderen Seite. Und jetzt ist das Täschchen auch schon fast fertig. Ihr müsst es nur noch wenden und die Wendeöffnung schließen. Achtet beim Wenden darauf, dass ihr alle Ecken gut mit den Fingern oder mit einem spitzen Gegenstand herausdrückt. Nun faltet ihr euch nur noch die Nahtzugabe an der Wendeöffnung nach innen und näht das Ganze mit einem Geradstich einfach von außen ab. Nur noch die letzten Fäden abschneiden und das Futter nach innen krempeln und schon ist euer Täschchen fertig. Und wie ihr seht, passt auch sehr viel und ziemlich große Sachen, wie zum Beispiel meine Stoffschere, in die Tasche hinein. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch natürlich gerne noch andere Videos von mir anschauen, wie zum Beispiel dieses erste Boxback-Video von mir, wo man leider die Nähte sieht, aber dafür könnt ihr dort sehen, wie ich noch so eine kleine Schlaufe, damit man die Tasche besser aufmachen kann, annähe. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und ich freue mich auch über Kommentare und Daumen hoch oder wenn ihr mich auf Facebook, Instagram, Twitter oder auf meinem Blog besucht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bald wieder reinschaut. Bis bald, tschüss!